Hallo und willkommen mit seiner Folge TFT. So, ich muss ja mal gucken. 7 Goldmeer, Artefaktenschmiede, Pfannenwender. Ich nehme Artefaktenschmiede auch. So, ja, mal gucken, was wir heute machen hier in TFT. Ich würde aber sagen, es hängt wieder davon ab, was wir einfach bekommen. Wie gesagt, ich habe es nicht sehr viel mehr gespielt als wie beim letzten Mal. Ich habe immer noch keinen Plan, was man hier wie, wo, womit spielt. Müssen wir alle selber herausfinden. Ein Pfannenwender, okay. Alter, rum müsste man wahrscheinlich schon ein bisschen spielen, denn im Endeffekt, ne? Dass man guckt, dass man irgendwas davon spielt. Dass man irgendwas daraus halt machen kann. Wir gucken uns erstmal, was wir hier gleich bekommen. Erstmal, wenn wir einen Drachen bekommen. Und einen Jäger. Gibt's halt beides nicht, ne? Okay. Wir haben letzte Folge schon gesehen gehabt, Portalwache, weil da dann krass mal Portalwache 10. Da muss man halt auch erstmal hinkommen, ne? Das Unheilvoll gab es jetzt ja auch nicht irgendwie. Honig Nascher, Bastion Honig Nascher gibt es in der Theorie noch. Keine Sorge, ich übernehme das. Gucken wir mal, wenn wir jetzt immer die Items dazu bekommen. Was macht Honig Nascher denn? Honig Nascher erhalten Bienen, die ihrem Ziel alle 3 Sekunden magischen Schaden zufügen. Jede Biene verursacht Schaden in Höhe von 7,5% des verursachten Schadens des Honig Naschers und 2,5% des erlittenen Schadens. Wenn ein Honig stirbt, was? Wenn ein Honig stirbt, bleibt eine Biene übrig. Nur in der Nähe führen den Rest des Kampfes fort. Okay. Tja, auch immer noch ein Blitzfänger, okay. Ey, wer weiß, ne? Honig Nascher jetzt hier spielen irgendwie? Du huckst, du bist Nahkämpfer, keine Ahnung. So. Huckst du? Hast du einen Huck? Was hast du? Nee, du hast keinen Huck. Hier die Frage, wahrscheinlich ein Dreier-Champion hier unten. Ist, glaube ich, im Etäusche Weiger. Das heißt, wir spielen Maria damit. Der ist doch Maria, oder? Bräunig, 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 bräunig. So, Schild deiner Frontkämpfer. Du hältst eine Drachenklaue. Jedes Mal, wenn du mit Drachenklaue 7000 Leben heilst, erhältst du eine Gegenstandskomponente. Okay. Nehme ich. Tank. Ja, Nunu ist wahrscheinlich schon mal ein Tank, ne? Oder Blitzcrank? Ja, Nunu wahrscheinlich eher, ne? Ja, Nunu, gönn dir. Der ist eine Runde lang vorübergehend einmal. Okay. Da so ein Kopf mal. Kann ich entfernen? Er wählt ja das umgestalten. Ich brauche ja BF von der Theorie. Ja. Ich gestalte aber, kann ich das so machen? Ich muss ja irgendjemanden geben, ne? Warum so verspannt? Warum gibt mir ein BF? Immer noch Ah, schade, war einfach so wert. Ach komm, wir machen mal so und hoffen einfach, dass wir eine Runde gewinnen. Ich habe gar nicht, brauche ich auch gar nicht. So, ich wollte auch kurz gucken, was Weigerin ist, ob der wirklich Maria ist, so gesehen. Zauberwut ist, glaube ich, Maria. Okay, der sieht ganz schön tanky aus. Der Jace. Heil dich nochmal, heil dich! Ah, ja, das bringt mir doch auch nichts, aber egal. Aber die Schwänder kriegen wir wenigstens noch. Immerhin, kommt die eine Elise noch? Los, meine Bienen. Oh, meine Bienen kämen das. Los, Bienen. Okay, meine Bienen kämen das, glaube ich, doch nicht, oder? Schafft er das? Einmal noch angreifen, komm. Ja! Jo! Oh. War ja voll easy. So, okay. Oh, Maria. Das ist gut, die brauchen wir. Bringen mir jetzt zwar noch nichts, aber hey. So, ansonsten, ein Bastion, Frontkämpfer für Hexer. Der ist noch eine Bastion, nehmen wir die erstmal mit. Fürs Erste. Es gibt einfach Hexerei, Verhexer und Maria. Ist für mich alles dasselbe, so vom Klang her. Den ist Weigers AP wahrscheinlich, ne? Das heißt, ich kann eigentlich mit den ganzen Items hier nichts anfangen. Fick mal so auf. Soll das Ding schon mal auf Nunu raufpacken für die Rüstung? Ich könnte allgemein das Ding einfach auf Nunu raufpacken, wa? Glaube ich gleich. Zweite Runde gewonnen. Die müssten jetzt noch eine Anzeige, finde ich, hier haben, was cool wäre. Wie viel Schaden meine Bienen machen. Obwohl, ja gut, die Bienen macht schon Schaden im Sinne von meinem Champion. Das heißt, wird er mit dem Champion zusammen verrechnet sein, so gesehen, ne? Da bist du, da ist noch Maria.
Das spiele ich denn nachher? Spiele ich 5 Honignascher und 3 Magier wahrscheinlich. Jetzt brauche ich 3, brauche ich 2, ich weiß gar nicht, wie viel Magier ich brauche. Wie viel Magier brauche ich? Wenn ich noch kurz draufstelle. Ich brauche 3 Magier, dann wird das dann wahrscheinlich meine Kommt nachher sein. Nehmt die erstmal mit. Warum leuchtest du so auf? Also? Okay, der hat schon sein Symbol ready. Portalwächter hier wieder. Das heißt, wenn der nachher wie seine 10 Portalwächter, das ist das Spiel für mich schon wieder over. So, sieht erstmal nicht so geil aus hier alles. Tötet den Galio. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Wie ist denn mein Kopf hier hinten gestorben? Und da habe ich gar nicht mehr drauf, da war mein Lied dafür drauf, stimmt ja. Sehen Sie, wenn ich für Weiger spiele, das ist eine Dreier-Einheit, dann muss ich ab Level 7 rollen, ne? So macht man das ja, glaube ich. Vielleicht hast du das bei den 7 dafür eine Angabe. 8 Bienen, 3 Bienen überleben stattdessen? Fett. Was soll das für eine Angabe sein? So ist dein Weiger bei. Natürlich nicht. Okay, dann nehme ich wahrscheinlich AP einfach mal. Nee, ich brauche das BF für meine Honignascher. Dann habe ich nämlich auch 5 Honignascher voll, so von der Theorie her. Ja. Im Endeffekt, ich weiß gar nicht, was so krass kann. Ich kriege eigentlich nur 2 Bienen mehr. Das ist jetzt krass. So gesehen. Ja. Boah, ich müsste tatsächlich, wenn ich eine Spatula habe, schon für 7 Honignascher gehen, ne? Es gibt ja nur 5. Ich bräuchte ja 2 Spatulas. Wie scheiße ist das denn? Habe gar nicht geachtet. Boah, okay, ja, gut. Schade. Alle nehme ich. Tja. Hätte ich Fähigkeit eigentlich gar nicht dabei haben. Wird das einmal leveln, dann werde ich das hier machen. Und das da. Wait, Zucker abnehmen? Warte, war das jetzt falsch? Wait. Ich brauche einen scheiß Crit-Handschuh. Ich habe immer geguckt, habe einfach nur geguckt. Gelb, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich habe mich da einfach verguckt. Gute Runde. Habe ich einen BF umsonst? Was kann ich so mit einem BF machen, was irgendwie so mein Riesenschlechter wäre? Das hätte nicht so schlecht, sag ich mal, von der Theorie her, später noch. Dann hätte ich sogar ready, so ist nicht. Aber das, ja. Ja, Dinge, ich habe mich da gar nicht mehr drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, der Honignascher funktioniert. Da habe ich immer, wenn ich dann nur geguckt habe, gesehen, ja, da ist irgendwas Oranges. So, und dann bup. Orange war für mich ja wohl Honig, so von der Theorie her. Den tausche ich dann später wieder aus, wahrscheinlich den 6, ne? Wenn ich das nur 5 spiele, weil für 7 brauche ich ja nicht gehen. 6 ist auch nur eine Einheit. Das heißt, ich werde 6 ja schon mal den Riesenschächter geben. Weil ich brauche weder das BF noch den Bogenspieler für den Weiger, so gesehen. Ich habe zwar noch gar kein Item für Weiger, denn, aber hey. Also ich kann das auch auf nur aufpacken, so. Wie habe ich ja gerade eine Runde gewonnen? Ich habe nicht aufgepasst. Irgendwie passt das nicht. Wie kann ich denn hier oben eine Runde gewinnen, ey? So will ich das sehen. Schön hart verlieren hier, weil ich nichts hab. Das andere bewegen ist noch den Mordokaser da, ey. Da habe ich eine Seraphine, toll. Also kriege ich auch nichts mehr von dem, was ich irgendwie habe. Ich habe noch nicht mal einen Weiger bisher. Das ist irgendwie nicht so geil, oder? Das ist irgendwie nicht so geil. Du bist Bastion. Ich glaube, Bastion werde ich auch behalten, denn einfach als Frontliner so gesehen, ne? Der noch dazukommt. Das ist eine Frage. Wahrscheinlich nehme ich später einen anderen Bastion-Typen. Statt den Vierer da. Wenn es dazu kommt. Noch ein Bogen, cool. Der Trainer, er weiß, wie traurig ich bin. Und immer ein AP. Hilfe, der nächste Gegner ist.
Ach, da oben. Ja, okay, okay, den ersten. Na ja, gut, dann brauche ich gar nicht hingucken. Für dich wahrscheinlich so oder so. Bringt mir das irgendwas beim Umstellen? Ja. Dann fliege ich mal weiter dann erstmal. Brauche ich jetzt vielleicht wieder einen Losing Streak auf. LOL. Das ist nicht voll krass. Aber du musst ja halt lange, einen langen Kampf haben, so von der Theorie her. Ich glaube, es ist schon kein gutes Zeichen, dass ich keinen Weiger habe bisher. Aber, ja. Ich werde ja auch einfach jede Runde hochladen, das Spiel, weil ich werde jetzt nicht so viel TFT spielen. Ich werde auch nicht jeden Tag eine Folge hochladen. Das heißt, wenn selbst wenn das jetzt richtig scheiße ist hier, ich werde es trotzdem hochladen. Ja, es gibt schon viele Leute, die meckern, ey, warum spielst du das überhaupt, wenn du es nicht kannst? Aber dann, ganz ehrlich, scheiß drauf, mir egal. Ich lade die alle so. Selbst wenn ich mit Abstand letzter bin, will ich jetzt nicht mehr. Lol. Ist jetzt gerade passiert, what the fuck? Sind auf einmal so groß geworden, ne? Honigdascher-Emblem und ein Nono. Oh, Honigdascher 7 ist wieder drin. Nehme ich. Jetzt brauche ich nur den Handschuh. Und einen Weiger. Ich hätte echt diesen Zuckerbäcker spielen sollen. Ich habe das nur so. Die sehe ich dir jetzt mal drin, den komischen Zuckerbäcker. Die sehe ich ja jedes Mal. Dann wärst du jetzt erstmal zum Honignascher. Wenn das andere Ding ist, müsst ihr ja runterploppen dann irgendwann, sobald ich nochmal hier ein Crit-Item bekomme, war das jetzt, ne? Das war jetzt richtig Crit, ne? Crit? Crit. So, wie gesagt, dann fehlt mir noch Weiger. Ja. Und das gehört halt, ich wollte gerade sagen, so mega doof. Jetzt habe ich dann, aber als Weiger habe ich 6, hey, warte mal, wie komme ich wieder so 7? Und er sagt, ja, die Spatte ist ja noch gar nicht fertig. Und ich habe einfach 5 Stufe 1 auf erfällt, ne? Immer bin ich auf dem Losing Streak, aber ich verliere halt leider zu hart halt immer, ne? Ich spiele sicher halt so einen Champion vielleicht, das war's. Aber immerhin bleibe ich mal Losing Streak so. Sag auf Level 7 müsste ich, das war doch mal Level 7, wo man dann rollt, oder? Für 3er Champions? Oder war es Level 6? Ne, Level 7 müsste das gewesen sein, oder? Die höchste Chance, wenn man die hat. Wenn wir das da 45, da 33, müsste da ein bisschen hinkommen. Keine Sorge, ich übernehme das. Also, die Sora brauche ich ja auch nicht mehr. Scheiß drauf. Tja. Meine Feenhaft, die haben mal noch eine Fee mehr. Easy. Perfekte Komp. Das ist eigentlich echt gut damit, mit Seraphine zusammen. Wenn ich dann noch Weiger habe, noch Magier und so alles. Mit Bastion zusammen. Passt es mit Feenhaft noch zusammen, weil die haben jetzt ein bisschen mehr Leben nur. Und ich habe noch so eine Krone hier, warte mal. Hier. Ich gönn dir. Katharina macht ein bisschen Damage. Ich habe eine Einheit getötet, yay. Yeah. Noch eine Einheit getötet. Sehr, wie gesagt, ich erwarte gar nicht, dass ich überhaupt andersweise irgendwas gewinne. Ich glaube, die werde ich nicht mehr töten. Egal, jo. Aber Klos. Das ist eigentlich traurig, dass ich für einen Weiger spiele, weil ich keinen Weiger habe. Das ist einfach. Ich denke mir die ganze Zeit so, das wird eh nichts mehr werden. Ich müsste jetzt noch einen neuen Weiger ziehen, wenn ich eine Chance habe, das Spiel zu gewinnen. Hier ist nicht mehr ein Weiger bei. Aber das ist ein Crit-Handschuh. Und der kommt genau vor mir raus, wenn ihr jetzt keinen anderen nimmt. Also, so. Nein. Puh. Oh, ich glaube, den wollte er haben. Zurück war der 11k am Anfang. Entweder war er AFK oder zu lange überlegt. So oder so. So, jetzt noch einen Weiger bekommen. Jetzt im nächsten Pull ist ein Weiger drin. Da habe ich meine 7 Honigmacher. Da fliege ich so wahrscheinlich immer noch jede Runde. Aber egal. Immerhin die beiden. Nicht im Kampf ein Wort anhalten oder einen Besitz. Okay, warte hier, du. Warte, muss ich den ja, weil dann wird er ja auch weggerollt, ne? Und vielleicht machen wir es doch nicht. Weil ich jetzt, wie gesagt, immer noch für Level 7 bin. So, und dann gebe ich das jetzt einfach ihm. Boop, und da fehlt noch der Weiger. Ich denke, das ist der 6, wo ich eigentlich verkaufen, sonst hat er den scheiß, riesen schlechter Dings da drauf, ne? Das heißt, ich brauche einfach wieder 961. So gesehen. Wenn ich das Ding später auf Weiger backen kann. Naja. Vielleicht habe ich den Lacken bekommen irgendwann einen, vielleicht aber auch nicht. Mit Damage wird das immer noch aus sein. Ich habe halt immer noch nicht wirklich irgendwas, was Damage macht, ne?
Vielleicht denkt der Nuno, das sei lang genug. Nuno, 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 nochmal heilen. Ja, go, Nuno. Alter, kann ich auch nachgucken, ne? 3000 Schaden getankt. 1000 geheilt, nehme ich. Das noch Nuno. Das Ding ist, ich bräuchte trotzdem halt immer noch einen Magier, also eigentlich dann noch, ne? Ich habe sonst halt einfach nur zwei Magier, aber für Level 7 für Weigerroll komme ich ja gar nicht dazu, noch einen Magier zu haben. Wie wichtig ist Magier? Aktivieren ihre Fähigkeit doppelt. Okay, das ist glaube ich schon wichtig, dass sie das hat. Das heißt, ihr müsst dann wahrscheinlich doch auf Bastion erstmal verzichten. Wahrscheinlich wäre am besten. Dafür noch Magier reinstellen, ne? Macht dann doch irgendwie mehr Sinn. Hatte vielleicht zwar Bastion und Feenhaft quasi, aber macht ja sonst auch keinen Sinn. Weil das Wetter nun nicht tanken können. Schade, dass wir da eigentlich eine Runde gewonnen haben. Weil jetzt hätten wir schön Losing Streak gehabt, jetzt die Würfe noch und so. War ich richtig kacke, jetzt, dass wir jetzt einmal gewonnen haben zwischendurch. Aber das habe ich eh noch nicht richtig drauf gehabt. Weil ich spiele aber immer drauf los. Ich spiel nie für Winning oder Losing Streak oder sonst irgendwas. Da ist mal einer 6, dann werde ich die schon mal verkaufen. Dass wir das Item wieder for free haben. So. Alles klar, zwei Nasus. Tja, dann stellen wir auch erstmal noch eine Seraphine drauf. Also, ich werde mal weigern, die aber bei den Items geben, falls ihr mal irgendwann mal einen bekommen jetzt. Ich habe noch keinen gesehen, der das auch spielt hier, oder? Der ihn weigert. Ich habe das auch nicht genau darauf geachtet, was die Gegner so spielen. Noch ein AP, noch mehr Tränen. Da ist noch ein Nunu. Alles klar. Noch ein Nunu. Komm, Handschuh des Liebes. Gönnen wir uns. Wieder guck mal. So, da gucken wir mal, ob wir hier irgendwie mal. Ich muss drei Erstände Ich kann nicht rauskaufen. warten. Tja. Da ist er endlich. Mein Gott, ey. Da sind schon mal unsere sieben Honigmacher. Spiel jetzt Rabadons. Ich glaube, ich spiele das Ding tatsächlich. Ich muss Sachen verkaufen, wenn ich wieder Gold habe. Dich und dich. So, das haben wir auch keine Magier. Das heißt, eigentlich müsste ich gleich sie rausnehmen und dann noch gucken, dass wir noch Magier da reinstellen. Ich brauche meine Weigers denn. Achso, ja. Du kannst 1 bis 4 Supporter-Gegenstände auswählen. Was soll das denn heißen? Erstmal nehmen. Ah, okay. Ich nehme das Ding und gebe das, glaube ich, dir. Da ist noch ein Weiger. Guck mal. Ich bin gerade ewig auf Losing Streak, scheiß drauf. Da ist noch Maria. Oh, scheiße. Hier Maria. Was geht? Dich verkaufen. Ups. Das packen wir da drauf. Fehlt mir noch ein Gegenstand. Oh, ich habe gerade einen Gegenstand verloren. Ich hatte meine. Die ja nicht auch noch einen Gegenstand und mehr drauf. Wait, what? Bin ich gerade doof? Hatte mir die ja nicht auch das Teil gehabt? Das hat er mir die ja doch auch getragen, oder nicht? Wait, what? Hab ich gerade einen Gegenstand? Wurde ich gerade gescampt von dem Game? Man wird gerade dumm. Ich glaube, ich wurde gerade gescampt. Der hatte da auch noch ein Item. Ist aber weg. Was passiert? Ist aber futsch. Na, nee, ist klar. Es geht. Ja, ich muss ja die ganzen Dinger mitnehmen, wenn ich auch eine Chance habe, hier noch zu gewinnen. Ey. Ich brauche mal einen scheiß Weiger hier. Ey. Alles klar.
Die brauche ich nicht. Ich krieg ja keine Weigers, das ist so traurig irgendwie. Ich habe jetzt einen Weiger 2. Das wird aber gar nichts mehr werden, ey. Runde gewonnen. Na, scheiß auf Lohnestück, dann werde ich nochmal für die Bild nämlich raus. Ey. Ich bin froh, weil ich hier noch irgendwie nicht letzter wird. 39 Gold habe ich jetzt nur noch. Warte mal, die brauche ich gar nicht. 42 Gold. So. Aber wissen wir jetzt noch ein Crit-Ding, mit Weiger kritten kann, ne? Von der Theorie her, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich mache jetzt einfach. Ich hoffe mal, es ist noch so das Item. Ja. Und ich glaube, sollte Weiger gleich auch da mal in die Ecke reinstellen und hier dahin. Ja, wenn ich so ein Lunu 3 hätte, hätte ich schon mal eine richtig gute Frontline hier, ne? Aber naja. Oh, da ist noch ein Lunu. Okay, ja, das kostet auch mal Gold, aber ich glaube, ich muss das halt immer mitnehmen, einfach damit ich halt auch mal eine bessere Chance habe, hier noch zu überleben. So, da kommen nochmal die Schickens, dass die Träne behalten wir erstmal noch. Ich glaube, ich stelle die auch mal dahin, falls irgendwas von oben kommt. Ich weiß gar nicht, warum der Wächter vorne stehen hat. Ist hier noch halb Tank? Das ist immer so ein bisschen Tank mit Schild hier, ne? Da ist mein Weiger. Los, Weiger, mach irgendwas. Das sieht nicht gut aus. Doch, sieht gut aus. Oder auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, wieder knapp gewonnen. Und wenn war es auch einer, der wie ich kein Leben mehr hatte. Also, ist nicht unbedingt einer der besten Spieler hier, aber hey. Ist schon mal nicht letzter. Einmal rollen. Leider wieder keine Dings dabei. Ich will meine 50 Gold behalten. Lol. Ich habe 5 Gold. Ja, gut, was heißt, jetzt kriegen wir ein zufälliges. Gut, kann sein, dass ich irgendwie bei den Bezirken wie Bastion bekomme, also von der Theorie, ne? Ach komm, ich nehm's mit. Vielleicht habe ich ja Luck und das bringt mir was. Jäger-Emblem. Ich habe einen Jäger. Wechsel wirst jetzt zum Jäger. Vom Jäger zum, jetzt wird sie wahrscheinlich vom Jäger zum Gejagten. Nunu, ess nochmal! Ess! Nicht mehr gegessen. Tja, wenn ich danach Pech habe, bin ich danach raus. Also nach den Schickens werde ich dann eine Runde verlieren. Also wenn ich die krass verliere, bin ich raus. Wenn ich jetzt so gegen eine Einheit verliere, dann wahrscheinlich nicht unbedingt, aber. Ja, das Ding ist, ich glaube, ich hab eh keine Chance, hier noch irgendwas zu machen. Ich verfehle mir den ganzen Weigers halt einfach. Ich denke, ich habe meinen ersten Weiger bekommen, als ich angefangen habe, für Weiger überhaupt zu rollen. Das ist halt das Traurige, ich müsste schon vorher immer mal einen Weiger haben. Ne? So. Und der Nunu könnte mir vielleicht irgendwie noch ein bisschen was helfen, wenn ich den noch bekomme. Habe ich noch Nunu 3, der wenigstens ein bisschen was tanken kann. Aber ansonsten. Habe ich ja wieder nachgeholt. Meine 4 Gegenstände werde ich ja schon bekommen haben von der Drachenklaue hier, ne? Von der passiven da. Noch mehr AP. Gemeinsam können wir alles schaffen. Okay, und ein Champion. Ja, komm, tschüss. Ah, bisher auf jeden Fall. Also ein Ding. Ich hab das, dann nehme ich aber noch eine Warmox, oder? Das haben wir auf Seraphine hier rauf. Und das auf Nunu. Und jetzt sehe ich, dass ich komplett runterräume, sonst habe ich eh keine Chance mehr. Das noch ein Weiger. Soll ich mal die Wechselrad verkaufen, ne? So eine Scheiße, ich bin dumm. Noch ein Weiger. Das wollte ich auch nicht mehr wollen. Ich bin offiziell langsam, was das Rollen angeht, ey. Mal gucken, vielleicht überlebe ich die Runde ja noch, vielleicht aber auch nicht.
schon meine Frontline lebt aber schon viel zu kurz immer. Ist das Problem. Bin ich raus? Oh, drei Leben noch. Wir brauchen ein bisschen weiter hier. Nächster Kampf. Ich hoffe, wenn ich das kaufe, ich weiß nicht, für welchen Kampf das anzählt. Das ist buggy, das Baby. Also ein Weiger und Vex. Das nehme ich auch immer mit. Was haben wir? Drei Weigers und dann bin ich zufrieden. Oder wie ist noch Nunu? Ja, Teil Nummer 6. Ah, da ist noch ein Nunu, man. Ich hab grad einen Vex weggerollt, ne? Davon mal abgesehen. Sehen, Scheiß, guck mal, brauche ich auch nicht mehr, brauche das Gold zum Rollen hier, ne? Weiß nicht, ob ich noch so lange lebe jetzt. Mal schauen. Ah, war sogar noch knapp hier jetzt, ey. Aber ich glaube, ich werde selber jetzt einfach raus sein, würde ich mal vermuten. Jawohl, ne, bin ich gar nicht. Der Nunu tankt da nämlich recht lang zum Glück. Oh, komm, jetzt noch zwei Weigers, das wäre so geil, Mann. Ich finde cool, dass man, wollte ich sagen, aber wenn man Nunu macht, aber fast mehr Damage als man Weiger. Nehme ich. Einer. Komm. Gönn spielen. Was ist das? Warum gönnst du nicht? Scheiß auf Vex. Okay. Guck mal, wie das mein Arsch jetzt rettet. Das Ding kann auch irgendwie Kopf mal bekommen. Ja, ich hätte dass sie noch schaffen, Weiger 3 in den Game hinzukriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da ist die Schwelle einfach explodiert. Und da haben wir eine Runde gewonnen. Ja, mein Ding ist, jetzt habe ich aber halt auch nichts mehr, ne? Also ich kann mein Geld jetzt ausgeben für 8 Leute und dann echt noch irgendwie noch gucken, ob ich wieder Bastion oder sowas raufstelle. Ich habe keinen, was ich hiervon jetzt brauche. Hier Zirkus. Zirkus macht doch Magie, das ist weniger, oder? Hol ich mir einfach. Ich habe keine Ahnung, was die Drohne macht. Ich habe keine Ahnung, was das genau macht. Was hat's die hier? Ich glaube, mein Plan wäre echt, also Champions-mäßig, ich sage natürlich, meine Vex verkaufe für meinen Weiger. Was habe ich auf jeden Fall Würfe an dem Moment jetzt. Einzige Option, die ich jetzt habe, wäre es echt Level 8 zu gehen, gucken, ich baue irgendwie Bastion mit rein, damit irgendwie mein Lune noch ein bisschen tankiger wird, so gesehen. Ich glaube, was anderes bringt mir da jetzt nicht mehr. Ich brauche es auch nicht mehr Vex kaufen hier. Jo, kann ich machen, weil wenn ich verliere, bin ich eh raus. Denn, no risk, no fun hier quasi. Finde ich schön. Ja, dann spare ich so viel Gold, dass ich quasi, bist du mit Bastion zufälligerweise? Ich hoffe mir gleich irgendein Bastionstyp mir zwischendurch. Und dann brauche ich, dass ich, oh, wer in der nächsten Runde dann, ne? 28 Gold, werde ich die 10 noch bekommen. Und alles. Dann werde ich aber Level 8 gehen, Bastionstyp reinstellen, dann werde ich mir zurücklehnen und warten, bis ich rausfliege. Falls ich jetzt halt nicht raus bin, ne? Wie gesagt, mal gucken. Mein Nunu tankt den Smolder da nicht so gut. Der hat einen High DPS und ich bin ein HCC und ich bin raus. Ja, okay. Na, aber wir sind jetzt, was sind wir jetzt gewonnen? Fünfter, ne? Oder Vierter? Fünfter. Wenn der richtig hart verliert, dann wollen sie hart gar nicht verlieren. Ja, aber ey, ganz ehrlich, damit bin ich vollkommen zufrieden, dafür, dass wir so spät Weiger bekommen haben. Fünfter Platz, mal klar. Also im Endeffekt ist es verloren, so gesehen, ne? Platz 5 bis 8, aber bin ich trotzdem sehr zufrieden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.